Der Sarkozy war doch auch ein guter Präsident von Gaddafi, wo der Gaddafi noch gelebt hat. Der Gaddafi hat dem Sarkozy 50 Millionen für die Wahlkampfpropaganda gespendet. Und sonst wäre Nicolas Sarkozy gar nie Präsident geworden von Frankreich. Und jetzt hat er noch Ungemach. Er muss sich vor dem Gericht noch verantworten. Wegen Bestechungsgelder, Schmiergelder und einfach Gelder von Gelder und Gelder und Gelder. Und er hat alles. Er hat sogar einen Staatsanwalt wollen, mit Schmiergeld zur Ruhe bringen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und jetzt hat die Franzosen selber gemerkt, dass sie halt einen schlechten Präsidenten gehören. Einer, der korrupt ist. So einen kleinen frechen Gaststättenweg, der Geld einpacken will.